Die Schweizer Luftwaffe hat mit ihren fliegenden Mitteln zwei Aufgaben zu erfüllen. Die Wahrung der Lufthoheit und Lufttransporte. Einsätze zur Wahrung der Lufthoheit sind eine der Hauptaufgaben. Diese Einsätze reichen je nach Bedrohungslage vom Luftpolizeidienst bis zur Luftverteidigung. Die Luftpolizei inspiziert Flugzeuge beim Überflug über die Schweiz. Dabei wird kontrolliert, ob das Flugzeug dem deklarierten Typ entspricht und ob Flugweg und Vorschriften eingehalten werden. Solche Kontrollen finden auch bei Flugzeugen statt, die sich in Notsituationen befinden oder die ohne Flugplan fliegen. Sind bei einem Flugzeug aggressive Absichten erkennbar, wird dieses in letzter Konsequenz mit Waffengewalt gestoppt. Im Rahmen des Lufttransportdienstes übernimmt die Luftwaffe Transporte von Personen, zum Beispiel Bundesräten, die eine Konferenz besuchen. Eine spezielle Art von Transporten sind Flüge im Rahmen der Katastrophenhilfe. Bei Cargo-Dropping- oder Paradropping-Missionen werden Material- oder Fallschirmaufklärer abgesetzt. Die Luftwaffe verfügt über folgende Luftfahrzeuge. Als Transportmittel allgemeiner Art, aber vor allem für die Fallschirmaufklärer, kommt der Pilatus Porta PC-6 zum Einsatz. Er bietet Platz für 10 zivile Fallschirmspringer oder 4 militärisch voll ausgerüstete Fallschirmaufklärer. Die Luftwaffe verfügt über 33 Hornet FA-18 und 54 Tiger F-5 Kampfjets. Bei der FA-18 sorgen zwei Triebwerke für 16 Tonnen Schub. Die Verweildauer in der Luft beträgt über eine Stunde. Die FA-18 verfügt über eine 20 mm Gatling-Kanone und über Sidewinder und AMRAAM-Lenkwaffen. Beim Tiger beschränkt sich die Bewaffnung auf Kanonen und Infrarotlenkwaffen. Wenn auch die luftkampfmäßigen Einsatzmöglichkeiten verglichen mit neuen modernen Jagdflugzeugen als sehr limitiert gelten, so erfüllen die Tiger als Unterstützung im Luftpolizeidienst und als Sparringpartner der FA-18 wertvolle Dienste. Der Pilatus PC-9 ist ein zweisitziges Trainingsflugzeug, welches in der Schweizer Luftwaffe primär für die Zieldarstellung zugunsten der Fliegerabwehr eingesetzt wird. Außerdem kann es mit einem Störsender sowohl die Fliegerabwehr als auch Kampfflugzeuge elektronisch stören oder täuschen. Der Pilatus PC-7 ist ein zweisitziges Trainingsflugzeug und dient der Grundausbildung von Piloten, besonders beim Verbandsflug. Schließlich stellen die Cessna Excel, die Falcon 50, der Super King Air und die Beech 1900 die Einsätze des Lufttransportdienstes des Bundes sicher. Zwei deutsche MiG dringen in den Schweizer Luftraum ein. Skyguide meldet dem Chief Air Defense den Eindringling. Dieser schickt zwei FA-18 Jets auf eine Hot Mission. Die Piloten versuchen, Kontakt mit der MiG aufzunehmen. Als dies nicht gelingt, werden die zwei Aggressoren ins Fadenkreuz genommen. Zum Glück war dies nur eine Übung. Ein weiteres Beispiel. In Bern-Belpmoos startet im Auftrag des Lufttransportdienstes des Bundes eine Cessna Excel, um Bundesrat Schmid an eine internationale Konferenz nach Madrid zu fliegen. Die Ausbildung zum Luftwaffenpiloten beginnt im Alter zwischen 17 und 20 bei Sphere, der Ausbildungsplattform unter Leitung der Schweizer Luftwaffe. Auf der Website www.sphere.ch kann man sich über den Werdegang informieren und bereits die ersten Tests am PC zu Hause durchführen. Sind die mehrstufigen Eignungsabklärungen von Sphere bestanden, folgt ein zweiwöchiger fliegerischer Kurs auf zivilen Flugzeugen. Dieser wird mit einem Zertifikat und einer Empfehlung für die weitere Laufbahn abgeschlossen.
Für Berufsmilitärpilotenanwärter wird von der Rekrutenschule zusätzlich eine Berufseignungsabklärung durchgeführt. Die Offiziersausbildung ist Bedingung, um Berufsmilitärpilot zu werden. Danach folgt für die Kandidatinnen und Kandidaten die fliegerische Eignungsabklärung. Diese dauert 6 Wochen mit Flugdienst auf PC-7 und findet im Status eines Zeitmilitärs mit Entlöhnung statt. Am Ende dieser 6 Wochen wird entschieden, wer bei der Luftwaffe als Pilotanwärter angestellt wird. Während der ersten 3,5 Jahre der Ausbildung beenden die Berufsoffizier-Pilotanwärterinnen und Pilotanwärter der Luftwaffe erfolgreich einen Bachelor-Studiengang Aviatik an der Zürcher Hochschule in Winterthur mit gleichzeitiger Ausbildung zum Verkehrspiloten. Die fliegerische Grundausbildung erfolgt anschließend auf dem PC-7 und dauert 1 Semester. Hier fällt die Entscheidung, ob die Anwärterinnen und Anwärter Jet- oder Helikopterpilot werden. Dann folgen 2 Semester der Spartenausbildung mit Spezialisierung auf Jet oder Helikopter. Im Laufe der Ausbildung wird mit modernsten Flugzeugen, dem PC-21, gearbeitet. Nach der Spartenausbildung haben die Berufsmilitärpilotinnen und Piloten nun ihre Grundausbildung in der Pilotenschule der Luftwaffe abgeschlossen und sind reif für die Umschulung auf das Einsatzfluggerät FA-18 oder Super Puma.